Ja, gut. Willkommen zum Vortrag, Workshop zu GNU-Tala. In dem Workshop hier wollte ich drüber gehen, wie man Tala in Webanwendungen integriert. Wir machen zwei Teile. Ich mache einen kurzen Überblick über die Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Den zeichnen wir auf und dann kann man sich in kleinen Gruppen hinsetzen und gucken, ob man so eine Integration macht. So, fangen wir an mit der Architektur. Wo wir sind. Das ist jetzt schlecht mit der Kamera wahrscheinlich, ne? Soll ich einfach hier bleiben? Ja. Ja, also wir haben eben das normale bestehende Bankensystem. Das kann jetzt was auf SEPA basierend sein oder was auf Bitcoin basierend, wo der Kunde seinen Bankaccount hat, der Bezahldienstleister, der bei uns Exchange heißt, hat seinen Bankaccount und der Händler hat seinen Bankaccount. Und das Geld fließt dann eben vom Kunden zum Bezahldienstleister, vom Bezahldienstleister zum Händler. Und was dann eben passiert ist, wenn der Kunde das Geld an den Bezahldienstleister überwiesen hat, kann er elektronische Münzen abheben, die landen in seiner elektronischen Geldbörse, kann die beim Händler ausgeben. Der Händler gibt dann die Münzen weiter an den Bezahldienstleister und der Bezahldienstleister sagt, du bist bezahlt worden, also überweise ich dir das Geld. Und natürlich kann am Ende der Händler gucken, dass er sein Geld auch bekommen hat. Und wir reden also jetzt heute hauptsächlich darüber, wie soll das hier bei der Händlerintegration ablaufen. Da haben wir also verschiedene Komponenten. Auf der einen Seite haben wir den bestehenden Webshop, wo der Kunde irgendwie sein Shoppingcart zusammenbaut, sich seine Artikel auswählt und so weiter. Dann sollte es irgendeine Business-Logic geben, was weiß ich, ich schicke dem Kunden sein Produkt. Dann haben wir ein kleines SDK für einige Programmiersprachen, wo man eben sozusagen die Tala-Integration mit machen kann. Das geht um sowas wie den Vertragstext zusammenbauen. Und dann gibt es das Tala-Backend, was sozusagen die Kryptografie macht. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Frontend-Teil, wo der Benutzer eben seinen Shopping-Cart auswählt, das muss schon da sein. Das Backend ist ein Stück Software, was man einfach installiert hat. Da gibt es ein Manual zu. Und wo es also im Wesentlichen darum geht, ist eben zwischen dem Frontend und dem Backend ein bisschen zu kommunizieren, wenn notwendig. Was macht das Backend? Das Backend macht zum einen erstmal, wenn ich den Vertragstext habe, muss ich ihn ja an das Wallet schicken. Und das Wallet erwartet, dass der Vertragstext vom Händler unterschrieben wurde. Also die erste Funktion ist, das Backend unterschreibt den Vertragstext mit der elektronischen Signatur. Dann, wenn der Kunde bezahlt, gibt man sozusagen die Münzen, die man aus dem Bezahlvorgang bekommen hat, an das Backend weiter. Und das Backend sagt, hey, war das jetzt korrekte Bezahlung, redet mit der Exchange, sagt, hey Exchange, ich bin bezahlt worden. Und dann sagt die Exchange, ja, okay, ist akzeptabel, ist okay. Das Backend speichert das ab und sagt dann deinem Frontend, jawohl, du bist bezahlt worden. Ja. Und wie gesagt, speichert die ganzen kryptografischen Beweise ab. Es speichert auch den Vertragstext ab, der abgeschlossen wurde und so weiter. Und dann kann man später auch von seinem Backoffice, also wenn man jetzt der Händler ist, möchte sehen, okay, was ist. Wie sieht es denn jetzt meinen Transaktionen aus? Kann eben gucken, ich habe hier in meinem Kontoauszug irgendwelche eingehenden Transaktionen von der Bank bekommen und kann dann fragen, welche Geschäftsprozesse wurden denn jetzt damit beglichen? Ja, und umgekehrt kann ich mir sagen, ich habe hier diesen Vertragstext, den ich abgeschlossen habe mit irgendeinem Kunden, wo ist denn bitte mein Geld geblieben? Das nennen wir das Tracking API, das heißt, ich kann nachgucken, wo ist mein Geld oder ich habe Geld bekommen, für welche Vertragsdinger bin ich denn da bezahlt worden? Und das sind alles Funktionen, die das Backend so bereitstellt, eben diese Anfrage beim Bezahldienstleister. Aber man muss natürlich mit dem Backoffice das dann auch wieder integrieren, dass man die entsprechenden Sachen bekommt. So. Überblick über die Dokumentation. Also haben wir die api.tala.net-Webseite, wo sozusagen die ganzen APIs beschrieben sind. Da sind die APIs beschrieben sowohl für das Backend beim Merchant, als auch für die Exchange, als auch was jetzt eben das Frontend machen muss, das sind sehr viele APIs. Dann gibt es die Git-Repositories. Was dann noch wichtig ist, wir haben sozusagen zum Testen, für die Testintegration öffentliche Dienste. Das heißt, man kann wirklich sicher wir haben eine Bank am Laufen, wo man sich sozusagen eine Testwährung Geld abheben kann. Man kann sich ein Konto anlegen, was man sozusagen auch als Händlerkonto nutzen könnte. Wir haben eine Exchange am Laufen, das heißt, man kann einfach gegen die seinen Webshop testweise fahren und alles ausprobieren.
Und wir haben auch ein öffentliches Backend. Das heißt, wenn ich jetzt zu faul bin, mir als Händler mein eigenes Backend erstmal aufzusetzen, weil da brauche ich nichts programmieren, kann ich einfach auf dieses Backend drauf zugreifen und so tun, als ob das jetzt meins wäre. Dann geht das Geld zwar nicht auf mein Konto, sondern auf das Tutorial-Konto, aber der einzige Unterschied, auf welches Bankkonto geht's dann am Ende, ne? Das Geld. Und es gibt eben den Shop, wo man auch einfach Sachen mit testen kann. Dann sollte ich sagen, man kann alle diese Demos, also Bankport-Demo, Exchange-Demo, auch durch Test ersetzen. Die Demo-Version ist sozusagen die aktuelle stabile Version von Thaler. Die Test-Version ist die aktuelle Entwicklungsversion von Thaler. Das heißt, da gibt es sozusagen mal zwei Varianten. Demo benutzt als Währung Kudos, Test benutzt als Währung Pudos. Und wenn wir in Produktion sind, hoffen wir natürlich als Währung dann Euro oder sowas zu haben. So, was mache ich aber als erstes normalerweise, wenn ich als Händler da bin, muss ich erstmal feststellen, hat der Benutzer überhaupt Thaler installiert? Ja, ist das jetzt ein Kunde, bei dem ich Thaler anbieten sollte? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich möchte es wirklich ihm anzeigen und sagen, hier, bitte, du kannst jetzt mit Thaler bezahlen. Das könnte ich einfach prüfen, indem ich ein bisschen JavaScript reinschreibe. Ja, dann nehme ich, habe diese Thaler Wallet Lib geschrieben. Wenn man die einbindet, kann man dann eben sagen, Thaler on present, mach irgendwas, oder Thaler on absent, mach irgendwas anderes. Damit kann ich dann sozusagen Elemente in meinem User Interface ein- und ausschalten, je nachdem, ob Thaler da ist. Das wäre jetzt die JavaScript-Variante. Wir unterstützen das Gleiche auch mit CSS. Das heißt, wenn ich eine Webseite habe, wo ich sozusagen der Benutzer hat JavaScript ausgeschaltet, geht auch. Da muss man einfach CSS-Tags setzen, dann kann man Elemente mit sichtbar oder unsichtbar schalten. Zumindest das, ne? Also komplizierter geht da nicht mehr. Andererseits, ich kann es auch einfach ignorieren, ob der Kunde es installiert hat und wirklich erst beim Bezahlvorgang das machen. Das heißt hier, wenn jetzt der Kunde sozusagen auf Checkout geklickt hat, schicke ich ihm eine 402 zurück, das muss ich eh immer machen. Und in der 402 schreibe ich rein X-Thaler Contract URL und dann eine URL, wo er den Vertragstext herbekommt. Was passiert jetzt hier? Wenn der Kunde das Thaler Wallet installiert hat, sagt das Thaler Wallet, da ist ein 402-Statuscode. Ah, der möchte mit Thaler, möchte die Webseite, dass ich bezahle, und schaltet um auf Bezahlvorgang. Wenn kein Thaler Wallet installiert ist, ignoriert der Browser die 402, behandelt es genauso wie eine 200 OK und rendert den Dokumententext dahinter. Das heißt, da kann ich dann meine Kreditkartenformulare oder sonst oder PayPal oder sonst irgendwas anzeigen. Das heißt, wenn der Kunde Thaler hat, kriegt er das Thaler Wallet. Wenn er Thaler nicht hat, kriegt er den Standardbezahlvorgang mit der Methode. Gibt es eine Frage? Wir zeichnen auf, deswegen Mikro. Gut. Wir zeichnen den zweiten Teil nicht auf. Du bist später reingekommen, deswegen. Gut. Also das ist, wie ich das initiieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit, das, sag ich mal, ohne einen weiteren HTTP-Request zu initiieren mit JavaScript. Aber eben Normalfall einfach, der Benutzer klickt auf, ich möchte Checkout machen, der Browser geht auf irgendeine Webseite und da gebe ich von 402 zurück, um dann Bezahlvorgang zu initiieren. So, wenn jetzt Thaler installiert ist, wird das Wallet diesen Shop-Generate-Contact 42 herunterladen und erwartet dann eben von da den Vertragstext. In unserem Fall sieht der Vertragstext so aus wie sowas. Das ist einfach ein JSON-Dokument, wo die entscheidenden Vertragsdetails drin sind. So. Auf der einen Seite, das sieht man jetzt wieder nicht, ich sollte das mit der Maus machen, ist mir gesagt worden. Hallo, wo ist meine Maus? Da. Ganz oben habe ich dieses H-Wire. Das ist im Wesentlichen der Hash über die Bankinformationen vom Händler. Mit Salt. Das heißt, ich übertrage dem Kunden nicht mein Bankkonto, das steht nicht im Vertragstext, sondern das Hash von meinem Bankkonto steht drin. Das heißt, später kann ich dem Händler sagen, ja, der Kunde wollte mir das Geld bezahlen. Das wird sozusagen auch vom Backend hinzugefügt. Dann steht natürlich sowas drin wie, wie viel soll der Kunde mir bezahlen? Wie hoch sind die Gebühren, die ich als Händler bereit bin zu übernehmen? Welchen Auditoren vertraue ich? Das ist sozusagen, wenn ich, der Kunde sagt mir am Ende, ich habe folgende Bezahldienstleister gewählt und ich als Händler sage vorher, ich akzeptiere, dass Bezahldienstleister, die von folgenden Buchprüfern geprüft werden, als ehrlich und verlässlich und so weiter. Ne? Also das sozusagen, da könnte jetzt die BaFin stehen oder sonst irgendwas, aber eben mit Public Key. Oder ich kann explizit auch sagen, folgende Bezahldienstleister akzeptiere ich und
dann gibt's eben die Vertragsdetails. Wer bin ich? Was sind meine Schlüssel? Was für ein Produkt wird verkauft? Aber eben noch ganz wichtig, diese Fulfillment-URL hier. Das ist sozusagen, wo dann der Browser hingehen soll, wenn der Kunde sagt, jawohl, ich möchte das Produkt kaufen. Und da wird dann der eigentliche Bezahlvorgang abgewickelt. So. Dieses JSON rendert dann das Wallet für den Benutzer. Wir machen das ganz bewusst, dass du uns kein HTML schicken kannst für sowas, weil wir eben kontrollieren müssen, dass das richtig gerendert wird und nicht, dass die Webseite mal so rendert und deswegen im JSON-Format. So. Das brauchen wir eigentlich nicht so. Bezahlvorgang mit Thaler. Insgesamt hier im Überblick. Wir haben eben am Anfang, dass ich eben mit dem Kunden den Vertragstext verhandle. Ja. Dann wird Thaler als Bezahldienstmethode gegebenenfalls irgendwie ausgewählt. Der Kunde bekommt dann eben den Vertragstext, wird zu dieser Fulfillment-URL hin navigieren und auf der Fulfillment-URL kommt dann nochmal der Hash vom Vertragstext, wird zurückgeliefert an ihn. Der Kunde schickt per HTTP Post die Bezahldienstleistung, die Münzen sozusagen mit unterschrieben. Die werden dann an den Bezahldienstleiter weitergereicht vom Backend. Der Bezahldienstleister sagt, ja, die Bezahlung war okay. Und dann sage ich sozusagen dem Wallet, jawohl, der Bezahldienstvorgang war erfolgreich abgeschlossen. Und wenn das dann der Fall war, dann, das ist jetzt hier wichtig, dann wird die Fulfillment URL nochmal reloaded vom Wallet und dann gibt es sozusagen die eigentlichen Inhalte. Es ist ein bisschen komplizierter, als man sich das vielleicht vorstellen würde. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Also hier habe ich sozusagen per 402 den Kunden dazu gebracht, den Vertragstext mit Confirm Payment zu bestätigen. Ja. Jetzt geht der Kunde auf diese, geht das Wallet, navigiert den Browser auf die Fulfillment URL hin und ich habe sozusagen diese Cross-Origin-Policy-Probleme. Ich kann als Wallet nicht auf eine beliebige Webseite posten und sowas. Deswegen muss jetzt hier, vom Händler kommt dann erstmal eine Seite, du hast noch nicht bezahlt, zurück. Da kommt nochmal ein 402 zurück vom Händler an das Wallet und sagt, hey, du hast noch nicht bezahlt. Dann sagt das Wallet, ah, hier ist mein Beweis, dass ich bezahlt habe. Ja, und dann sagt die Webseite, ja, okay, akzeptiere ich, dass du bezahlt hast und dann mache ich einen Reload, um die eigentliche Webseite zu bekommen. Das Ergebnis ist, dass wenn ich später nochmal auf die Fulfillment-Seite gehen sollte, ja, ich kann ja vielleicht per Bookmark oder sowas nochmal zurückkommen, dann sagt er, okay, Browser geht auf die Webseite und dann hat die Webseite gesagt, okay, ich weiß, du hast schon bezahlt, ja, kann direktes ausliefern oder er sagt, hey, du hast noch nicht bezahlt, weil ich hab's irgendwie vergessen, Cookie expired, was auch immer, das Session State expired. Dann sagt das Wallet, oh, aber der Kunde hat doch schon bezahlt, hat schon bestätigt, dass er bezahlen will und schickt einfach den Bezahlbeweis nochmal. Das heißt, aufgrund dieser Konstruktion geht's auch mit Bookmarks sehr gut. Ich kann also diese Webseite, diese Fulfillment-Seite auch als Kunde bookmarken und komme einfach wieder drauf hinaus. Und umgekehrt, wenn der Kunde seine Webseite mit der Fulfillment-URL einem anderen Kunden, sag ich mal, per E-Mail zuschickt, die URL, und der andere Kunde greift darauf zu, dann kriegt er stattdessen den Vertragstext angezeigt und sagt, hey, möchten Sie das gleiche Produkt kaufen? Ja, statt direkt auf diese Fulfillment-Sache zu kommen. So. Sehr verwirrend mit der Maus hier. Ja. Was machen wir im Moment? Wir arbeiten noch immer daran, dass im Wallet ein paar Sachen schöner laufen. Im Moment gibt es noch keine Refunds im Wallet. Das heißt, Thaler kann im Prinzip, kann man als Händler sagen, ich möchte diesem Kunden sein Geld zurückgeben. Das läuft jetzt im Backend schon drin, aber noch nicht im Wallet. Deswegen können wir das noch nicht machen. Und wir arbeiten noch an dieser Auditor-Komponente und versuchen eben bessere Tutorials für diese Webshop-Integration zusammenzustellen. Die Tutorials findet ihr alle auf dieser Thaler.net EN Merchants Webseite. Die habe ich auch hier irgendwo auf. Sekunde mal. Ja. So. Wenn ihr auf diese Merchant Webseite geht, gibt es hier in diesen grünen Bereichen gibt's drei Tutorials. Das einmal ist das, wie setze ich dieses Backend auf? Das ist im Wesentlichen, wo ihr als Händler konfigurieren müsst, okay, das ist mein Bankkonto, das ist meine SEPA-IBAN, was auch immer, da soll das Geld hin überwiesen werden, das ist die höchsten Gebühren, die ich bereit bin zu bezahlen und so weiter.
Und dann gibt's hier eben, wie schreibe ich so ein, wie mache ich eine Frontend-Integration? Wir haben es mal für PHP und Python angefangen. Das heißt, hier gibt's sozusagen Schritt bei Schritt Einführungen, wie man jetzt diese Integration macht. Und wenn man die durchführt, sollte man am Ende einen einfachen Webshop haben, mit dem man mit Taler bezahlen kann. Und das sollten wir dann jetzt gleich später gemeinsam machen, wenn Interesse besteht. Ja, ansonsten sollte ich noch sagen, bisher eben nur mit Kudos und Pudos bezahlen. Wir müssen eben das Ganze legal als Finanzdienstleister aufsetzen, mit einer Bank zusammenarbeiten, dass wir das machen können. Und wir suchen dafür immer noch Partner und so weiter. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen zum Überblick, was man so hat? Informationsmaterialien, sucht ihr noch irgendwas? Gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns zusammen in kleineren Grüppchen und die Videoaufzeichnung ist dann vorbei. Dankeschön.